Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engladim, zu einem kleinen Projekt zwischendurch mal für alle NCIS-Fans. NCIS meine ich natürlich, ja, Navy CIS oder lang ausgesprochen Navy Criminal Investigative Service in 3D. Eine Krimiserie, die, wenn ich mich nicht irre, sogar aktuell läuft. Ja, ich bin ein riesiger Fan von dieser Serie und habe mir das Spiel natürlich auch besorgt. Ist ein kleiner Geheimtipp. Ja, ihr werdet vielleicht noch, vielleicht nicht in diesem Part, aber in einigen Fortsetzungen erfahren, warum es ein Geheimtipp ist. Es ist für Fans, für begeisterte Fanatiker das Spiel, aber ja, also zu meiner Einschätzung später. Beginnen wir mit einem neuen Spielstand. Es tut mir leid. Sieht so aus, als wäre das unser Fall, den wir lösen müssen. Und wir befinden uns gleich in Biffs Café. Barista. Willkommen bei Biffs Café. Bei uns ist der Kaffee stark. Und der Service... klasse. Oder war es umgekehrt? Was kann ich für Sie tun? Kaffee, Tee, entscheiden Sie sich. Schätzchen, die Schlange hinter Ihnen wird nicht kürzer. Oh, hier meine Liste. Ihr merkt schon, dieses Spiel basiert ein bisschen auf Dialogen. Also es wird hier extrem mit Dialogen vollgeklatscht sein, aber das werden wir schon hinkriegen. Ja, einmal für die Noso, McGee, Siva und nicht Gips vergessen. Ja, steht nicht drauf, was ich besorgen soll, aber die Namen, für die ich besorgen soll. Ja, Kaffee besorgen für die Noso, McGee und Siva und Gips nicht vergessen. Das las ich eben schon vor. Na los, Schätzchen, Sie müssen Kaffee besorgen. Richtig, dabei geht es doch nicht ums Leben. Um Leben und Tod, ja. Zufu beim NCIS. Wie nennen wir den Frischling? Bleistiftbeißer, Neuling, Warn, Kenobi, Gipsfutter? Wer ist einfach mit Neuling? Sei kein Spiel von der Mac, langweilig. Ich verstehe das nicht. Was ist denn so falsch daran, unser neues Teammitglied bei seinem richtigen Namen zu nennen? Richtiger Name? Waren meine Anweisungen so schwer zu verstehen? Lass ihm seinen Spaß. Sieh mal, vielleicht lässt er uns dann für eine Weile in Ruhe. Schwierig. Frischling geht nicht. Denn Siva ist auch noch Frischling. Och nein, nicht mal detailgetreu sind sie. Bambina wird es in der Staffel genannt. Also Frischling gibt's. Für alle NCIS-Spezialisten. Die werden sich hier noch grün und gelb ärgern bei diesem Spiel. Aber für alle, die es nicht so regelmäßig gucken, ist das Spiel, glaube ich, ganz angenehm. Wie wäre es mit Frischling 2, die Rache? Ich höre gar nicht hin.
Das sind auch komplett Dialoge, die gar nicht zu den Charakteren passen. Das ist vor allem der Dialog mit Dinoso gerade. Egal, ich höre nicht. Ich höre auf zu labern. Ich mache einfach. Ich spare mir den Fazit für den dritten Part auf. Ihr hört richtig, das wird schon. Das wird ein kurzes Let's Play. Wenn es überhaupt ein Let's Play wird. Wir könnten ihn einfach Junior nennen. Einfach elegant und doch erniedrigend. Ich sollte das wissen. Mein Vater nannte mich schließlich ständig so. Entschuldigung, bin ich hier richtig oder melde mich zum Dienst? Melde mich zum Dienst, Lichtmann. Genau der Teufelskerl, auf den wir gewartet haben. Frage, was hat jetzt schon wieder die Antwort, melde mich zum Dienst, über mich auszusagen? Und was sagt das, dass ich ein Teufelskerl bin? Aber gut, kommen Sie rein, Junior, und machen Sie es sich bequem. Mal fassen Sie auf meinem Schreibtisch nichts an. Ja, das ist die Nose. Der erste Satz, der stimmt. Willkommen beim NCIS. Wie ich höre, sind Sie unser neuer Agent auf Probe. Tim McGee, zu euren Diensten. Tim McGee, zu Ihren Diensten. Ich bin Agent Siva David. Sie haben wahrscheinlich schon von mir gehört. Ich bin Agent Dinoso. Ich bin Special Agent Anthony Dinoso, auch bekannt als Agent Wunderbar, der Löwe, der Gesetzeshüter, das hohe Tier. Beachten Sie ihn nicht. Er will Sie nur auf die Piste bringen. Palme, Siva. Es heißt Palme. Und ich begrüße nur einen guten alten NCIS-Manier. Ein guter alter NCIS-Manier. Also, junger Jedi-Ritter, als neues Mitglied des Teams brauchen Sie einen Spitznamen. Frischling 2 ist irgendwie langweilig. Ich wäre eher für MC Depp. Mac Depp. MC Depp ist auch cool. Der neue Rapper, MC Depp. Aber der ist schon vergeben. Ich gebe ihn gern zurück. Wir können sie Herz aus Eis nennen, aber naja, sie wird dann vielleicht eifersüchtig. Pass auf, was du sagst, Toni. Wie wäre es mit einem kleinen Test? Wir schicken sie Kaffee holen. Wenn Sie die Bestellung richtig aufgeben, dürfen Sie selbst entscheiden, wie wir sie nennen sollen. Och, was für eine Ehre. Wenn nicht, dann bin ich für Neuling in Ordnung. Hab ich denn eine Wahl? Nicht wirklich. Also gut, Leute, was wollt ihr haben? Ich hätte gerne einen Beeren-Mango-Smoothie, einen grünen Tee. Ich versuche gerade weniger Kaffee zu trinken. Naja, ich nicht. Ein Double Iced Mocha mit Schlagsahne und einem extra Löffel Zucker für mich, bitte. Large. Ah, und vergessen Sie nicht, dass dafür gibt's das Übliche zu bestellen. Ja, vergessen Sie das bloß nicht. Wenn Gips seinen Kaffee nicht bekommt, wird er ziemlich... Ja, ich glaube, es heißt unausstehlich. Haben Sie alles? Das hoffe ich für Sie. Denn beim Kaffee holen geht es um Leben und Tod. Ja klar. Beim Kaffee holen. Nicht bei der Ermittlung meines Falls. Öffs Kaffee, 10 Minuten später. Dabei geht es doch nicht um Leben und Tod. Laut Dinoso schon. Können Sie mir vielleicht sagen, was es alles so gibt? Ich helfe Ihnen auf die Sprünge, aber Sie müssen mir schon sagen, was Sie haben wollen.
Sagen Sie mir, was Sie bestellen wollen und geben Sie mir die Namen der Besteller. Dann schreibe ich auf Ihre Becher. Was notierst du für McGee? Ah, grüner Tee, einen dreifachen Latte mit Eis oder Assam-Tee mit Milch. Das war natürlich der grüne Tee. Alles klar, einen grünen Tee. Da versucht wohl jemand weniger Kaffee zu trinken. Was? Und was soll, wollte sie waren gleich nochmal? So, Bananen-Erdbeer-Smoothie, doppelter Espresso oder Beeren-Mango-Smoothie. Das war natürlich der Beeren-Mango. Ein Beeren-Mango-Smoothie. Kommt sofort. Jetzt ein Kommentar von ihr. Na klar, das hier ist bei den Damen beliebt. Hat es echt in sich. Okay, und was wollte Dinoso gleich wieder? Dinoso war doch der hier, das extra lange hier. Double Eis, Mokka, Schlagsahne, extra Zucker und Larch. Hier gibt es noch Malzbier. Heiße Cappuccino, okay. Malzbier bei einem Kaffee-Lieferant, okay. Oh je, der Typ ist echt ein harter Brocken. Ja, ja, das ist er. Ich werde eine Bestellung nicht noch einmal wiederholen, aber keine Sorge. Ich habe alles eingegeben. So, das letzte ist für Gips. Jetzt kommt's darauf an. Was nimmt Gips? Dafür muss man jetzt die Serie kennen und zumindest eine Folge geguckt haben. Ja, muss man nicht sonderlich viel kennen, aber gut. Das ist natürlich der Kaffee schwarz. Alles klar! Hier ist Ihre Bestellung. Das war dann wohl alles. Danke für Ihre Bestellung bei Biffs Kaffee. Das nächste Mal sollten Sie lieber vorher anrufen. Das spart Zeit. Der nächste. Da sind wir wieder zurück. NCLS Teamraum 10 Minuten später. Unglaublich. Junior hat es geschafft. Sogar an den Extrazucker hat er gedacht. Sei froh, Toni. Niederlagen sollen ziemlich bitter schmecken. Abgemacht ist abgemacht. Der Agent darf sich seinen Spitznamen aussuchen. Also gut, was soll es sein? Sagen Sie schon, wie sollen wir Sie nennen? Oh, was für eine Ehre. Ich darf mir jetzt eine sechsstellige Zahl oder eine Buchstabenkombination ausdenken. Wunderschön. Zwergenfürst passt also schon mal nicht rein. Ihr dürft mich Zwergi nennen, passt doch genau rein. Agents Zwergi. Klingt doch gut. Hier wird mal der Spiel zwischengespeichert. So, weiter geht's. Wirklich, Zwergi? Ha. Aber die Spitznamen, die ich mir ausgedacht hatte, waren viel cleverer. Oh, Gips. Sei nicht so eingebildet, Dinoso. Guten Morgen, Boss. Ich hab Kaffee für dich geholt. Dinoso deutet auf den Kaffee, den du für Gips bestellt hast. Und wundervolle Dialoge. Mir könnten keine bessere einfallen. Und eine wunderschöne Animierung hier gleich von Gips. Du hast mir Kaffee besorgt, Dinoso. Warum hält dann Agent Zwergi den Beleg in der Hand? Agent Zwergi finde ich cool. Das klingt geil. An die Arbeit. Was haben wir hier? Toter Navy-Reservist bei Sigma Works Technologies. Sigma Works
SigmaWorks Technologies. Das ist ein Zulieferer der Marine. Sie bauen Schiffe. Das ist wohl jemand. Da ist wohl jemand es Leckstang. Was denn Leck? Da ist wohl jemand Leck geschlagen. Ich weiß, das ist ihr erster Tag, aber wir müssen einen Mordfall lösen. Sie hatten zwar gerade einen Fail beim Dialog aussprechen, aber ja gut, Sie sind bereit, Agent Zwergi. Lassen Sie dadurch nicht einkühlen, durch den Fail. Aber klar doch, los geht's. Gut, los geht's. Auf geht's zum Mordfall. Oh, da sind wir schon am Tatort. Brenns Büro. Das ist unser Tatort. Na, das nenne ich einen harten Tag im Büro. Einzelne Schusswunde aus kurzer Entfernung. Der Schuss wurde letzte Nacht um 1.44 Uhr gemeldet. Warum passieren schlimme Sachen immer mitten in der Nacht? Auch gute Sachen passieren nachts. Eines Tages, McGee, nur nicht die Hoffnung verlieren. Ich habe mit den Sicherheitsleuten gesprochen. Sie gaben mir eine Akte zu dem Opfer. Oscar Brent, Chefkonstrukteur bei SigmaWorks Technologies. Was hat er denn entworfen? Bestimmt keine Inneneinrichtungen. Wer hat bloß diesen Teppich ausgesucht? SigmaWorks Technologies baut ultramoderne Schiffe. In der Akte steht, dass Brent ein Waffenspezialist der Navy war. Ein neues Objekt wurde zu deiner Fallakte hinzugefügt. Oscar Brent. Der Alarm wurde um 1.40 Uhr ausgelöst. Das war 4 Minuten vor dem Schuss. Vielleicht ein Einbruch. Wenn es ein Einbruch war, dann haben die Diebe viele sehr teure aussehende Geräte zurückgelassen. Auch keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen. Wie es scheint, war Brent wohl auf der Flucht. Es scheint vor etwas Angst gehabt zu haben. Ducky ist auf dem Weg hierher. Wir müssen den Tatort untersuchen. Wissen Sie, wie das geht, Zwergi? Na klar, ich habe schon viele Folgen NCIS geguckt, auch wenn die Dialoge hier sehr lang sind. Ich denke, ich finde mich zurecht nach 12 Staffeln NCIS. Das denke ich nicht. Hey, Mann. Hab doch ein bisschen Vertrauen, wenn ich Gips. Genauso sprechen Sie das mit Zwergi durch. Wird gemacht, Boss. So, Grünschnabel, so untersuchen wir Senior Agents Tatorte. Das Ziel ist es, sämtliche Beweise im Raum zu finden und zu sichern. Jeder Tatort hat mehrere Orte, die wir untersuchen müssen. Sie sollten also alle überprüfen. Wenn Sie an einem Ort sind, dann sehen Sie sich gut um. Beweise können an den ungewöhnlichsten Stellen auftauchen. Fotos von bestimmten Beweisen zu machen, ist auch wichtig, Zwergi. Hier ist eine Kamera. Es muss keine Glanzaufnahme sein. Nur gut genug, damit das Labor was damit anfangen kann. Siva und ich werden den Tatort gemeinsam mit Ihnen untersuchen. Fragen Sie uns, wenn Sie nicht weiterkommen. Haben Sie alles verstanden? Yes, Sir. Klar, habe ich das verstanden. Natürlich, ich kann nämlich gut erklären. Ja, du uns gut erklären. Fertig, genauso. So fertig wie ein Truthahn an Zeigsgewehen. Wieso seid ihr dann noch nicht dabei, den Tatort zu untersuchen? Da geht er raus. Man sagt, Arbeit ist Mord, aber ich würde nicht gerne im Büro abgemoxt werden. Nicht witzig, Toni.
Wann kann ich endlich mal anfangen zu arbeiten? Mal ein bisschen Action-Schmeckchen. Okay, Zwergi, suchen Sie das Gebiet ab. Drehen Sie wirklich jeden Brocken um. Es heißt Stein, Sieber. Ist mir doch egal. Ich will endlich mal aufhören, Dialoge vorzulesen. Das ist hier mittlerweile schon der zweite Part. Ich lese hier andauernd Dialoge vor. Ich möchte mal was unternehmen hier. Das ist ein DS-Spiel. Dialoge vorlesen kann ich... auch, wenn ich dann nehme ich mir einfach ein Dialogbuch und lese das vor. Zwergenfürst liest. Was ist der Unterschied? Es heißt ja auch nicht Brockenmetz, sondern Steinmetz. Na dann, viel Glück, ich weiß, dass es Ihr erster Mordfall ist. Also vergessen Sie nicht, Mittagspause zu machen. Genau. Die Familie des Opfers braucht Antworten. Wir dürfen sie nicht enttäuschen. Ja, es geht los. Ich darf mich umgucken. Und zwar scheinbar als erstes dort an dem Tisch. Ein sauberer Schwenk. Mehr oder weniger. Jetzt mache ich einen unsauberen Schwenk. Und da haben wir was. Touch. Brennsterminplaner. Gut gemacht. Wir texten dich jetzt noch ein bisschen mit einem Dialog voll und dann ja, sehen wir weiter. Ein Hightech-Ingenieur benutzt immer noch Stift und Papier für seine Meetings. Ganz die alte Schule. Cool. Schauen wir uns das doch einmal an. Wer weiß, vielleicht steht da der Name des Mörders drin. Auf jeden Fall steht da der Name des Mörders drin. Bei dem ersten Beweis, den wir finden. Ein neues Objekt wurde zu deiner Beweisakte hinzugefügt. Terminplaner. Und was haben wir hier noch? Das hier. Ein Tischkalender. Ja, da scheint nichts drin zu stehen. Brent hat seine geplanten Termine vermutlich woanders eingetragen. Ja, den haben wir gerade geholt. Suchen wir weiter, Zwergi. Dinoso. Das ist doch Dinoso, oder? Sieht zwar nicht wie Dinoso aus, aber gut. Sollen wir mal etwas Licht auf die Situation werfen? Haha. Bitte, Toni, es liegt bereits eine Leiche in diesem Raum. Bring mich nicht mit deinen schrecklichen Wortspielen um. Oh je, kein schöner Anblick. Ihr bringt mich gleich mit euren Wortwitzen und mit euren Dialogen um. Mann, kann doch wohl nicht wahr sein. Ein Telefon. Touch it. Yeah, touch. Dialog zum Telefon. Sieht aus, als wäre es ein gewöhnliches Bürotelefon. Erinnert mich an Gipsregel Nummer 3. Sei immer erreichbar. Ich sollte wirklich mal ein Buch schreiben. Ich glaube, McGee ist dir zuvor gekommen, Toni. Insiderwitz. Eine neue Gipsregel wurde freigeschaltet. Ich glaube, wir haben hier nur noch eins auf dem Tisch. Das ist das dort. Dann griffeln wir das auch noch an. Haben wir diesen Tisch abgearbeitet. Was haben wir denn hier? Ein Netzkabel für einen Laptop. Sieht ziemlich schick aus. Zeigen Sie es nicht McGee, außer Sie wollen einen erwachsenen Mann sabbern sehen. Wo ist der Laptop jetzt? Die Sicherheitsleute sagen, Brent lässt sich normalerweise in seinem Büro. Der wurde vermutlich geklaut, würde ich mal sagen. Vielleicht war das ein Einbruch, der schief gelaufen ist. Scheint mir ein großer Aufwand, um einen Laptop zu stehlen. Kommt darauf an, was sich auf dem Laptop befindet.
Nehmen wir das Netzkabel als Beweisstück auf. Ein neues Objekt wurde zu deiner Beweisakte hinzugefügt. Netzkabel. So. Jetzt haben wir den ganzen Tisch aufgeräumt. Ja, weiter geht's zum nächsten.